Hallo und herzlich willkommen zur 227. Folge von Space Engineers in der vierten Staffel auf Micro Hazard TV. Ich bin's, der Eisbären, und begrüße euch wieder zusammen mit Heiko. Hallo. So, ja, wie der Folgenname schon sagt, ich habe den nämlich diesmal sogar schon vor dem Aufnahmestart schon festgelegt. Batterien schweißen. Yay! Viele, viele Batterien schweißen. Ich muss mir was überlegen, Heiko, wie ich das hinkriege, weil ich habe ja hier auch einen Hangar, ne? Ja. Und der soll natürlich auch be- und entlüftbar sein, logischerweise. Außerdem will ich ja die Luftschleusen auch entlüften können. Ja. Heißt, ich brauche einen Sauerstofftank. Ja. Heißt aber, dass meine unzähligen Sauerstoffgeneratoren den nicht komplett voll machen dürfen. Ja. Heißt, ich brauche ein Skript, ne? Ja. Es wäre so schön, wenn das ein bisschen einfacher wäre. Einfach so, hier, wie bei Echo. Ja. Einfach so eine einfachen, wenn das, dann macht das Schleifen. Also einfach nur so ein paar einfache If-Anforderungen, die ich direkt einfach so einprogrammieren kann. Wo ich nicht hier mit Programmcode richtig arbeiten muss. Weißt du? Ich brauche da im Prinzip nur, lest den Tank aus. Den Sauerstofftank, so. Weiß ich nicht. Wenn 80% erreicht, so nach dem Motto zum Beispiel, ne, dann ich werde das dann so machen, dass ich das dann vom mit Sortierer quasi vom Netz trenne. Okay. Ich muss den Tank dann nämlich vom Netz trennen einfach, weißt Ja, ich habe keine Ahnung, wo mein Verbinder hin ist. Der Verbinder ist weg. okay. Der schwebt bestimmt irgendwo noch rum. Wie weit warst denn du weg von dem? Was? Von dem Verbinder? Ja, einmal hin und wieder zurück vom Mond nach wieder hier hoch. War der schon verbunden? Nein. Nein, deswegen habe ich einen Rektorkomponenten geholt. Der stand da ganz alleine, schon fertig geschweißt. Ja. Der wird wahrscheinlich von der Müllentfernung entfernt worden sein. Oh. Weil ein einzelner Block. Das waren zwei Blöcke. Okay, aber es sind weniger als 20 Blöcke. Auf jeden Fall. Kein Strom. Weiter weg als 500 Meter vom Spieler. Klingt nach Müllentfernung. Ah, wird halt nochmal geschweißt. Güter und Hersteller brauche ich wieder. Wenn nicht, dann setzt er zur Sicherheit erstmal dann 20 Rohbaublöcke ran, kleine. Dann ist auch erstmal safe. Wie viel Stahl ich allein brauche, nur für die Batterien, ne? Und das sind noch nicht mal alle, weil ich kann auch nicht alle platzieren, weil sonst komme ich an die restlichen nicht mehr ran. Die vorderen sind dann so eingebaut, an die komme ich ja nicht mehr ran. So. Mit Stahl bin ich durch. Nächste wäre jetzt Herstellungskomponenten. Okay. Dann Computer und als letztes die Energiezellen. Die machen dann wieder richtig Spaß. Inventar. Und ich sehe schon, die Sauerstoffgeneratoren brauchen 120 Stahlplatten, Heiko, pro Stück. Oha. Ich habe 22 Stück. Also gute über 5000 Stahlplatten schon wieder. Ja. Kann ich auch schon mal einen Auftrag geben wieder. Ich muss echt mal gucken, wie unsere Vorräte sind. Eisentechnisch und so. So, der Verbinder hat Strom. Nein! Boah, jetzt hüpfe ich auch daneben, Alter. Ich hüpfe gegen den Verbinder. Was ist denn der für ein Scheiß? Komm, jetzt bleib stehen. Geh da. Oh, Alter. Ich hasse das Spiel, ey. Okay, Eisen haben wir, glaube ich, noch genug, Heiko. 3,2 Kilotonnen. Hattest du nicht Gold mitgebracht, sag mal? Ja. Hast du das schon verarbeitet da oben? Verarbeitest du es überhaupt da oben? Ja. Verarbeitest du das auch effizient? Halt effizient. Naja, Effektivitätsmodule. Ja, ich habe zwei Stück dran. Okay. Ich kann nicht sagen, wie viel Gold ich habe. So, Platin, Kies, Silizium, Eisen, Nickel, Magnesium und unverarbeitetes Magnesium. Weil ja irgendwo noch Geld. Weil es Gold nicht nur alles runtergebracht. Ich habe kein Gold gesehen unten, kein neues. Also Gold ist auf jeden Fall verarbeitet.
Okay. Ich finde aber hier gerade kein Gold mehr. Also, Kobalt, Platin, Kies, Silizium. Ach doch, 3,2 Tonnen Gold habe ich oben. Verarbeitet oder Erz? Verarbeitet. Klingt aber gut trotzdem. 3,2 Tonnen ist ja schon mal wieder ein bisschen was. Hab ich bloß zwischen den ganzen Komponenten gerade nicht gesehen. Oh. Deswegen ist es bei uns unterteilt. Ja. Macht aber auf dem Schiff wenig Sinn. Ne, da extra mehrere Container zu setzen oder zu teilen, ist das. Ne. Ich hätte ja auch, er hat einen Container irgendwo hinsetzen, ich muss noch gucken, wo. Ne? Aber, deswegen. Ich weiß nicht, warum die Antennen aktuell nicht verbinden. Das ist mir ein Rätsel. So, was war das nächste, habe ich gesagt? Computer? Auf jeden Fall Computer. Abgesehen von den Energiezellen. Aber ich glaube, die werden nicht reichen. Wie viel brauchen eine Batterie an Computer? Nein, die werden nicht reichen. Ich habe nur 214, reicht ja gerade mal für 8. Von 36. 10 sind 250, 750. Ja, er hat ihn rangezogen. Perfekt. Macht 1000 Computer. Ich brauch noch mehr Computer. Hat dann endlich rangezogen, ja. Ja. Sehr gut. Es ist natürlich, Leute, falls ihr euch wieder aufregen sollt darüber, man sieht halt nicht das, was Heiko macht. Ihr seht halt immer das, was ich mache, ne? Ja, das stimmt. Aber es ist halt, wenn man Multiplayer spielt, man kann nur das sehen, was der eine macht, bei den Folgen halt, ne? Mhm. Auch wenn das bei dem anderen in dem Fall vielleicht interessanter ist in dem Moment, aber euch interessiert doch bestimmt auch alle, ob die Voyager irgendwann fliegt. Irgendwann ist gut. Ja, wird noch dauern ein bisschen. Also, ja. Also flugfähig ja. Wird sie definitiv sein, bevor sie fertig ist, aber weil der letzte Block wird nicht ein Triebwerk sein, den ich baue, aber obwohl an sich eigentlich logisch ist, die letzten Blöcke Triebwerke zu, dass die letzten Blöcke Triebwerke sind. Ne? Einfach wegen, weil er dann erst wirklich weiß, wie schwer das Schiff ist. Ja. Also, ich baue auf meinen kleinen Frachter hier jetzt 3 große Container, 3 große Wasserstofftanks, der Rest wird Triebwerke und ein bisschen Verkleidung. Wozu willst du den benutzen? Frachttransport. Okay. Weil an sich haben wir ja einen Frachter, ne, die Atlas. Ja. Aber der hier wird halt komplett auf Hydrogen laufen. Hm. Mal gucken, wann er das erste Mal abstürzt. Weil innerhalb der Atmosphäre sein Hydrogen alle ist. Oder innerhalb der Schwerkraft so. Ich will es natürlich nicht beschreien, aber ne? Die Möglichkeit ist ja da. Ja. Ich hoffe, dass mir diese Möglichkeit erspart bleibt, grundsätzlich bei der Voyager. Denn auch dort besteht die Möglichkeit, dass sie in der Gravitation abschmiert. Also wie gesagt, Mondgravitation soll sie so können, auch mit Ionen. Ne? Ja. Für Planeten sind denn die H2-Triebwerke als Unterstützung. Aber Mond soll sie so schaffen. Also ich brauche empfehlen jetzt interne Panzerung, Anzeigenmotoren. Das ist die Frage, wie viele brauche ich denn da denn? Ne? Wie viele Ionentriebwerke brauche ich denn, um sie auf dem Mond in der Luft zu halten? Das ist ja. Könnte eine ganze Menge sein. Ja.
Zumal Batterien machen das Ding jetzt echt schnell schwer, glaube ich. Deswegen will ich auch gar nicht zu viele Batterien verbauen, weil ja, das sind jetzt schon allein dann 36, wenn das dann komplett ist, ne? Ja. Das ist ja alles Gewicht. Das stimmt wohl, ja. Was nützt mir der mehr Strom, wenn er dafür wieder Unmengen mehr Triebwerke brauche? Ja. So, aktuelles Gewicht. Oh, 3 Kilotonnen. Wiegt sie bereits. 3 Kilotonnen. Na gut. Naja, aber sie ist ja noch nicht fertig. Ja. Allein die Triebwerke bringen da mal gut Gewicht rein, auch wieder. So, jetzt werden eigentlich Energiezellen dran. Wie viel kann ich mitnehmen? Och, ist nicht dein Ernst. Wie viel sind's? 42. Ich muss für eine Batterie schon zweimal fliegen, um alle Batterien fertig zu machen. Alle. Um alle 36 müsste ich also schon locker fast 72 mal hin und her fliegen. Christian Knall? Ja. Ich habe nur Angst, dass sie relativ schnell meinen Reaktor leer fressen, weil ich glaube, die Reaktoren laden ja die Batterien auf, ne? Ja. Wenn das Grundkonstrukt erstmal steht bei mir. Das verstehe ich aber auch nicht, warum das so ist. So zwingen, also ich fände es okay, wenn es dafür einen extra Button geben würde zum Zuschalten, natürlich so, okay, ich möchte, dass der Reaktor das auflädt, ne? Ja. Aber nicht so grundlegend. Yeah, ich habe eine Batterie fertig. Eine, Heiko. Yay. Sie ist in 15 Minuten aufgeladen. Sie zieht jetzt gerade Full Power vom Reaktor. Laufen ja beide in der Zwischenzeit, deswegen. Ja. Beide Gear haben eine Abgabe von 6 Megawatt aktuell. Wow. Ist auch die Frage, macht das Sinn, dass aktuell beide laufen? Deswegen ist die Frage, der Verbrauch richtet sich aber, also der Uranverbrauch richtet sich aber, glaube ich, nach dem Strom, nach der Stromabgabe, ne? Junge, das kann gut sein. Ich glaube, der ist nicht identisch, ne? Also quasi, wenn ich 300 Megawatt verbrauche, tue ich schneller Uran, glaube ich, verbrauchen, als wenn ich nur etwa 100 Megawatt verbrauchen würde. Das weiß ich jetzt nicht. Weil ansonsten wäre es jetzt zum Beispiel beim Laden jetzt zum Beispiel unlogisch, beide Reaktoren laufen zu lassen, weil sie es ja aufteilen. Ja. Ansonsten wäre es sinnvoller, nur einen laufen zu lassen. Dann läuft jetzt hat zwar mit voller Abgabe, aber dafür der andere dann gar nicht, so nach dem Motto. Müsste man auch mal testen. Das teste ich mal vielleicht irgendwann nochmal in einer Testumgebung. Setze ich mir mal einen Reaktor hin, einen, der auf Full Power läuft dann und einen, der nur geringe Abgabe hat. Und dann mal gucken, ob die Uran gleich schnell verbrauchen oder unterschiedlich schnell verbrauchen. Aber bestimmt kann Stefan uns das auch schon beantworten, wenn er das Video sieht. Stimmt. Würde mich zumindest freuen, wenn Stefan das beantworten würde. Boah, ist die wichtig Teste. Ja, ein bisschen Faulheit muss ja auch mal dabei sein. Ja. Zweite Batterie fertig. Die ist auch in 15 Minuten aufgeladen. Naja, weil die zwei Reaktoren, ich habe hier 600 Megawatt Output maximal, Heiko, aktuell, ne? Also, ja. Und wenn die Batterien fertig sind, habe ich, glaube ich, komme ich, glaube ich, bald auf 1 Gigawatt. Oh, das ist doch schon. Naja, warte mal, das sind wieder 36, 36 mal 12, Heiko? Ja. Taschenrechner, 36 mal 12, hätten wir auch so rechnen können, aber sind 432, ja, ich bin dann bei 1,032 Gigawatt.
Ich glaube, das ist das erste Schiff, was wir ohne Stargate-Mod haben, was dann im Gigawatt-Bereich ist. Ja. Mit Stargate-Mod war das ja kein Problem. Genau. Mit der Stargate-Mod könnte man so platzsparend hier einen Haufen Energie drin haben. Ne? Einfach mal so ein ZPM-Hub hier hingestellt. Mhm. Schon hast du 3 Gigawatt an Batterieleistung. Ist ja auch wie Batterie halt gewesen. Ja. Tja. Na gut. Aber die Folge ist wieder zu Ende und liebe Leute, ich werde es euch sagen, ich werde euch versuchen, also ein bisschen wird es immer wieder vorkommen, aber weil es nun mal gemacht werden muss, aber ich werde versuchen, euch da natürlich davon fernzuhalten, wie ich jetzt die 36 Batterien schweiße und über 32 Mal mit hier mit Energiezellen hin und her fliege die ganze Zeit. Weil ich glaube, ansonsten kann ich hier Folgen von 2 Wochen damit füllen, wie ich nur Batterien schweiße. Und dann könnte ich das auch völlig nachvollziehen, wenn die Aufrufzahlen in den Keller fallen. Also von daher. Gut, aber die Folge ist schon wieder zu Ende und deswegen sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein, wir würden uns sehr freuen, verabschieden uns, sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.